Hallo und herzlich willkommen zu Gebet für dich live. Daniel und Isolde Müller werden heute wieder für euch beten. Die beiden leiten das Missionswerk Karlsruhe. Hallo Isolde, hallo Daniel. Hallo Alena. Wir werden heute viele spannende Fragen zum Thema Gebet klären. Wie kann ich Gott vertrauen? Wofür kann ich überhaupt alles beten? Wir werden Fragen über Fragen besprechen. Wenn ihr möchtet, dass Isolde und Daniel für eure Bitten beten, dann schreibt uns gern oder ruft uns an. Wir beten gern für euch. Ich bin Alena Westling und begleite euch durch die Sendung. Daniel, Isolde, habt ihr selbst feste Gebetsgewohnheiten, an denen ihr betet? Oder betet ihr, wenn ihr gerade das Bedürfnis habt? Ja, eigentlich beides. Man hat seine festen Zeiten, wie bei uns jetzt zum Beispiel nach dem Frühstück. Aber es gibt viele, viele Gelegenheiten, wo wir auch spontan beten und uns auch Zeit nehmen zum Beten. Also da ist eigentlich alles möglich. Ja, man kann überall beten, auch beim Autofahren oder wenn man mal kurz in Not ist oder Sorgen hat, kann man überall beten. Ihr erlebt ja viele Gebetserhörungen. Wie wichtig ist euch das Thema Dankbarkeit? Ja, Dankbarkeit, ganz wichtig. Also ich tue mittlerweile in fast jedes Gebet Dankbarkeit mit einflechten, weil es ist wichtig, dass wir schon danken, bevor es passiert, weil wir wissen, Gott hilft, Gott erhört Gebet. Und da danke ich schon, indem ich auch bitte. Ist vielleicht eine komische Formulierung, aber das mache ich gerne im Gebet. Kann man Dankbarkeit lernen? Dankbarkeit wächst mit den Erfahrungen, die man macht. Und wer ist nicht dankbar, wenn sein Leben eine positive Wendung nimmt oder eine andere Wendung nimmt, zum Beispiel bei Heilung oder wenn Gott eingreift in bestimmte Situationen, da ist man einfach erfüllt von Dankbarkeit. Ihr beide betet ja schon seit Jahren. Wird das nicht irgendwann langweilig? Mit Gott zu reden wird nie langweilig und ein Gebet ist einfach mit Gott zu reden. Wir brauchen nicht unbedingt vorgefertigte Gebete, was auch nicht falsch ist, aber wir können einfach beten, wie es uns ums Herz ist und das wird nie langweilig. Also wenn es langweilig wird, dann stimmt die Verbindung nicht mehr. Das ist wie in der Ehe, wenn es da langweilig wird, stimmt auch die Verbindung nicht mehr und das kommt bestimmt auch mal vor. Gerade im Gebet und wenn man merkt, dass es langweilig wird, dann muss man echt was tun mit seinem Glaubensleben. Man muss wieder wirklich an vorderste Front kommen, wo man wieder eine Beziehung, eine lebendige Beziehung macht mit Gott. Und da bin ich gerne dran, mal eine wunderbare Predigt zu hören oder ein brennendes Buch zu lesen, wo man wieder richtig feurig wird. Das heißt, Gebet hat für euch etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun? Absolut, ja. Gebet ist eine Beziehung zu Gott, ja. Danke, das hilft bestimmt auch unseren Zuschauern zu Hause. Isolde, es ist inzwischen eine gute Gewohnheit geworden, dass Menschen euch im Missionswerk Karlsruhe berichten, was sie mit Gott und mit Gebet erlebt haben. Ja, und eine Frau schreibt uns da, Gott tut Wunder, auch heute noch. Und sie schreibt, ich möchte Ihnen und unserem Gott danken, denn es ist wirklich ein Wunder. Nach den Gebeten hat sich mein Sohn nach einem Jahr Funkstille gemeldet. Und auch die Gebete für meine Heilung von Bluthochdruck war fruchtbringend. Mein Blutdruck hat sich stabilisiert. Ich brauche keine Tabletten mehr. Ich danke im Namen Jesus dem wunderbaren Gebetsteam. Und das ist doch eine Freude, wenn eine Familie wieder zusammenfindet. Und eine weitere Person schreibt uns, danke für euer Gebet. Ich hatte monatelang starke Rückenschmerzen. Ich bat um Gebet für mich. Nun sind die Schmerzen seit einigen Wochen vorbei. Danke. Und gerade haben wir von Dankbarkeit gesprochen. Und ich glaube, da liest man auch große Dankbarkeit heraus, wenn man keine Schmerzen mehr hat. Danke dir, Isolde. Das motiviert direkt mit dem Beten anzufangen. Und uns haben zwei Anliegen erreicht, die beide von Rückenproblemen handeln. Liebe Beter,
Ich habe im Moment leider große Probleme. Ich bekomme wieder Cortison-Infusionen wegen einer Autoimmunerkrankung. Das sind Entzündungen im Rückenmark. Die Venen machen nicht mehr mit. Sie platzen und sind vernarbt. Ich habe 4 Druckverbände und brauche noch eine Infusion. Bitte betet, dass es klappt und dass ich geheilt werde. Und das zweite Anliegen? Ich habe so große Rückenschmerzen und kann meine Arbeit nicht mehr erledigen. Bitte betet um Heilung. Vielen lieben Dank. Ja, und gerade haben wir hier ein Zeugnis gehört von Rückenschmerzen, wie Befreiung kam. Und das, was Gott da getan hat, kann er wieder tun. Und dafür möchten wir beten. Ja, Jesus, wir danken dir für diese beiden Personen, die Rückenprobleme haben. Und Jesus, du kannst dasselbe auch bei ihnen tun, wie du es schon so oft getan hast. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Rücken vollkommen in Ordnung bringst. Und egal, was die Ursache ist für dieses Problem, es ist gelöst, weil du es am Kreuz besiegt hast. Danke, Jesus. Du bist der Herr. Auch über diese beiden Personen und auch über alle anderen Personen, die Rückenprobleme haben oder Rückenschmerzen haben. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Heilungsstrom auch heute noch fließt und dass du diese Menschen berührst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen körperlichen Problemen und psychischen Belastungen? Ja, das gibt's schon, aber das kann man nicht pauschalieren. Also nicht jeder, der ein Problem hat oder eine Krankheit hat, kommt durch psychische Belastungen. Das hängt nicht immer zusammen, aber es kann zusammenhängen. Ja, ein Beispiel ist, wenn wir Verletzungen haben oder Unvergebenheit in unserem Leben ist, das kann uns ganz schön auf den Magen schlagen und das kann auch Magengeschwüre verursachen, zum Beispiel. Wir freuen uns jetzt, Edelgard Sixx und ihre Erfahrung mit Gebet kennenzulernen. Das ist jetzt eine Käsesahnetorte und da ist Quark drin und Milch drin. Edelgard Sixx bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Torten backen und diese dann kunstvoll verzieren. Eine solche Käsesahnetorte konnte sie lange Zeit nicht genießen. Im Jahr 2000 wollte ich mit meinem Mann in die Türkei fliegen, Urlaub machen. 3 Tage vorher habe ich starke Bauchschmerzen gekriegt, Bauchkrämpfe und auch starke Durchfall. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte und habe mir dann halt schnell einen Rat gesucht. Dieser Mann sagte, ich brauche nur Milch weglassen und dann ist alles gut. Und so war es auch. Eine Laktoseintoleranz wird vermutet. Und dann habe ich 20 Jahre lang kein Quark, kein Frischkäse und kein Joghurt gegessen. Im Jahr 2020 plant sie eine Reise nach Israel mit einer Gruppe aus ihrer Kirche. Vorher besucht sie eine Gebetsnacht. Ich war im Missionswerk Karlsruhe und da konnte man eine Gebetskarte ausfüllen mit Gebetsanliegen. Und da habe ich das draufgeschrieben mit der Laktoseintoleranz. Und dann habe ich es Gott einfach abgegeben. Sie genießt die Reise nach Israel und macht dabei eine spannende Erfahrung. Wir haben viele Städte besucht, wo Jesus gelaufen ist, wo er gewirkt hat. Wir waren auch auf dem Ölberg, im Gartengrab. Wir haben am Gartengrab gesungen, wir haben gebetet, wir haben auch Abendmahl gefeiert. Und da habe ich gespürt, dass Gott ganz nahe war. Und er hat mein Herz so tief berührt, ja, dass ich einfach weinen musste. Er war einfach nah, er war mir so nah, dass ich das gespürt habe. Nach der Israel-Reise ist sie wegen starker Magen-Darm-Probleme beim Arzt und lässt dabei auch einen Laktosetest machen. Und dieser Laktosetest zeigte 0 Laktoseintoleranz an. Und dann habe ich es wirklich herausgefordert, bin heim, habe so viel Milch getrunken, was passiert? Nichts passiert. Dann habe ich nochmal so viel Milch getrunken, nichts passiert. Und dann habe ich 2 Gläser frische Kuhmilch getrunken und ist nichts passiert. Dann habe ich angefangen, Quark zu essen, Frischkäse und Joghurt zu essen und es ist bis heute gut. Das ist echt beeindruckend. 20 Jahre lang konnte Edelgard Sixx keine Milch trinken und nun kann sie langsam wieder Milchprodukte genießen.
Vielleicht hast auch du einen Wunsch, für den wir mit dir beten können. Möchtest du für deine Familie beten oder für deine Arbeitsstelle? Dann schreib uns eine E-Mail an gebet@missionswerk.de oder ruf uns unter dieser kostenlosen Telefonnummer an. 0800 240 4470. Wir nennen übrigens keine Namen. Wir sind auch über WhatsApp für dich erreichbar. Und wenn du gerade den Livestream auf YouTube schaust, dann kommentier direkt einfach unter dem Livestream. Isolde und Daniel, wenn man sich mit solchen schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen an Gott wendet, dann braucht man eine ganz schön große Portion Vertrauen. Wie erhalte ich dieses Vertrauen? Wie gelingt es mir zu vertrauen? Ja, da fällt mir gerade so ein Bild ein von einem Vater mit seinem kleinen Kind. Und die Kinder, die haben ein großes Vertrauen zu ihren Eltern. Und ja, Papa kann alles. Ja, und ich hole meinen Papa oder einfach dieses Vertrauen an den Papa. Ja, und wir sind Gottes Kinder und wir dürfen genauso im Vertrauen zu ihm kommen und einfach wissen, dass der Papa alles kann. Kann ich auch beten, wenn ich verzweifelt bin und wenn ich noch nicht weiß, dass Gott mein Papa ist, wenn das alles neu für mich ist und ich große Zweifel habe? Ich glaube, gerade dann sollten wir es machen. Weil man kann es wirklich auch ausprobieren. Man wird ja nicht gestraft, wenn man was falsch macht, oder man kann ja nichts falsch machen. Also auf jeden Fall sollte man das ausprobieren. Und ich habe schon Leute gehört, Gott, wenn es dich gibt, mir ist gerade so eine Geschichte vor Augen von jemand, Gott, wenn es dich gibt, dann antworte mir jetzt oder hilf mir jetzt. Und da kenne ich drastische Geschichten, wo dann Gott wirklich den Leuten begegnet sind, die Gott gar nicht gekannt haben. Das ist sehr ermutigend zu hören. Uns haben zwei weitere Anliegen erreicht. In den Anliegen geht es um die Angehörigen von Menschen. Lieber Daniel, liebe Isolde, bitte betet für meinen Bruder. Er hat Blasenkrebs und schreckliche Schmerzen. Danke für euren Dienst. Und das zweite Anliegen, meine Cousine, 66 Jahre, hat einen Hirntumor, der nicht mehr operiert werden kann. Die Gefahr, dass sie nachher gelähmt wäre, ist zu groß. Das wurde von zwei Spitälern in Zürich und Genf abgeklärt. Nach monatelanger Bestrahlung muss sie jede zweite Woche Chemotabletten einnehmen und alle paar Tage zur Arztkontrolle. Ihre Familie leidet sehr darunter, besonders ihre Mutter. Für eure Gebete wären wir sehr dankbar. Ja, das tun wir gerne und wir schätzen auch die Arbeit der Ärzte. Aber dann gibt es Dinge, wo auch Ärzte nicht mehr helfen können und im Normalfall keine Hilfe mehr da ist. Aber wir glauben wirklich bis zur letzten Sekunde, wo die Leute atmen, dass Gott eingreifen kann und wir erleben so viel, dass er es wirklich tut. Danke, Herr. Du kennst jetzt diese beiden Personen, du kennst diesen Menschen mit dem Blasenkrebs und dem Tumor, der andere. Ich danke dir dafür, Herr. Lass diese Krebs und den Tumor eintrocknen oder wie auch immer du die Lösung hast. Ich danke dir dafür, dass wir bitten dürfen. Und Herr, danke, Herr, dass du immer sagst, dass wir zu dir rufen dürfen. Und wir rufen auch, Herr, zu dir in den beiden Situationen, Herr, um Hilfe, um Heilung. Herr, und schenke du auch viel, viel Weisheit den beiden und einen tiefen Frieden von dir. Danke, Herr. Amen. Isolde, du hast uns noch eine real erlebte Geschichte mitgebracht. Ja, und die lese ich jetzt aus unserem Magazin, wo man jeden Monat Gebetserhörungen lesen kann. Und da heißt es, mein Mann lag aufgrund von Corona 3 Wochen im Koma. Sein Zustand wurde von den Ärzten als schwer krank eingestuft. In dieser Zeit habe ich vom Missionswerk erfahren und mich mit meinem Gebetsanliegen an euch gewandt. Nach 3 Wochen konnten die Ärzte meinen Mann wieder zurückholen. Innerhalb einer Woche waren alle Schläuche weg.
Er ist selbst überrascht über die Dinge, die passiert sind. Für mich persönlich war es eine große Ermutigung, in dieser schweren Zeit eure Sendungen zu schauen. Das ist ein sehr wertvoller Dienst. Ist das nicht ein wunderbares Zeugnis? Ja, wenn ihr ermutigt werden möchtet von Zeugnissen wie diesen, wir möchten euch das Magazin gern schenken. Bestellt es unter der Telefonnummer oder unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse und wir schicken es euch zu. Und wir legen dir auch gerne noch unser Buch »Du bist wertvoll« kostenlos bei. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat ein Lied geschrieben. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Da schwingt wieder so viel Vertrauen mit. Woher gewinnen wir solch ein Vertrauen? Ich glaube, das ist der Inhalt vom ersten Satz, eine große Lösung. Von guten Mächten wunderbar umgeben. Diese guten Mächten, es gibt auch böse Mächte, Mächte des Todes, schreibt auch die Bibel davon. Und die guten Mächte, wo wirklich Gottes Wille drin ist, wo wir Gottes Wille verspüren, auch in Notsituationen und auch Situationen, wo wir ganz alleine sind, wenn wir das verspüren, da kommt richtig Vertrauen raus. Dankeschön. Gerne. Schreibt uns eine E-Mail an gebet@missionswerk.de oder ruft uns an, wenn ihr Gebet einfach mal ausprobieren möchtet. Wir sind auch über WhatsApp für euch erreichbar und unter dieser Telefonnummer 0800 240 4470. Daniel, warum beten Menschen eigentlich? Ja, das gibt's unterschiedliche Gründe. Die einen brauchen ihren Haken jeden Tag, dass sie es getan haben, weil sie Gott sich verpflichtet fühlen. Die anderen beten, weil sie keinen anderen Ausweg mehr haben, weil es keine Lösung sonst mehr gibt. Und dann gibt es diejenigen, die beten eigentlich aus einer Situation heraus, aus einer Freundschaft heraus, aus einer Verbindung heraus. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und die darf man auch wirklich nutzen. Uns haben zwei akute Bitten um körperliche Genesung erreicht. Liebe Isolde, lieber Daniel und liebes Gebetsteam, mein langjähriger pulsierender Tinnitus hat sich in den letzten Tagen verstärkt und macht mir Sorgen. Das Ohrengeräusch begleitet mich Tag und Nacht. Ich bitte euch von Herzen um Unterstützung im Gebet. Gott kann die Intensität des Tinnitus vermindern oder ihn sogar zum Verschwinden bringen. Und das zweite Anliegen? Hallo ihr Lieben, bitte betet für mich. Seit ein paar Tagen kann ich schwer Luft holen. Mein Herz ist schwach. Bitte betet, dass mein Herz wieder in Ordnung kommt und völlig gesund wird. Ja, das machen wir gerne. Jesus, und ich danke dir, dass du auch diese Person mit dem Tinnitus berührst. Danke, Jesus, dass diese Ohrengeräusche verschwinden. Danke, dass deine Heilungskraft mächtig ist und dass du in diesen Körper mit deinem Heilungsstrom fließt. Danke, Jesus, dass das aufhört mit diesem Tinnitus und dass das alles wieder ganz normal funktioniert. Und ich danke dir auch für die andere Person mit dem Herzbeschwerden. Danke, dass du dieses Herz wieder in eine normale Funktion bringst. Danke, Jesus, dass diese Luft wieder ausreicht zum Atmen und dass dieses Herz wieder normal funktioniert. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass du alles wiederherstellst, so wie du es geschaffen hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich habe noch eine Frage zum Thema Vertrauen. Hängt Vertrauen davon ab, wie lange ich schon an Gott glaube? Auf keinen Fall. Was wir manchmal erleben, da hören Menschen von Gebetserhörungen und fassen Vertrauen und sagen, das, was ich jetzt gerade gehört habe, das will ich jetzt erleben, das glaube ich, dass das passiert. Und oftmals passiert es, nicht immer, aber es hängt nicht davon ab, wie lange ich schon glaube oder wie viel ich mal geopfert habe oder irgendwie sonst was. Nein, ich sage jedem, glaube es, pack es, erlebe es. Dankeschön. Weitere Gebetsanliegen haben uns erreicht.
Danke, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt und euch so zahlreich an uns wendet. Eine Frau schreibt uns: Mein Mann ist 64 Jahre alt und leidet seit 20 Jahren an Parkinson. Er befindet sich zurzeit in der Klinik und benötigt dringend Gebet. Nun geht es ihm sehr schlecht. Die Ärzte suchen nach Möglichkeiten, ihm zu helfen. Ich bitte um Gebet für ihn und bedanke mich von ganzem Herzen. Und eine andere Frau bittet für ihre Mutter: Ich möchte gerne für meine Mutti beten lassen, die von Geburt an eine gekrümmte Wirbelsäule hat. Mit den Jahren werden die Schmerzen jetzt immer häufiger und schlimmer. Ich möchte Gott darum bitten, dass sie geheilt wird. Ja, da beten wir gerne, und gerade mit Parkinson, was so eine unheilbare Krankheit ist, da haben wir so eine Freude vor ein paar Wochen erlebt, dass eine Parkinson-Krankheit geheilt wurde. Ich sage nicht, jede Parkinson-Krankheit, wofür wir beten, wird geheilt, nein. Aber das ist eine große Freude, wenn sowas passiert, und da möchte ich auch jedem Mut machen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und danke, Herr, dass auch in dieser Person, Herr, deine Kraft so mächtig ist und dass auch diese Parkinson-Krankheit weichen muss. Du hast jede Krankheit am Kreuz besiegt, Herr, wie es in der Bibel geschrieben steht. Und danke, Herr, dass wir das auch in Anspruch nehmen dürfen für diese Person. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch die Wirbelsäule von der anderen Person, dass die wieder gerade wird, wenn das auch medizinisch unmöglich ist, dass die Bandscheiben und alles, was da, die Nerven und alles, was da krumm geworden ist, wieder gerade wird. Und danke, Herr, dass du auch da Unmögliches möglich machst. Ich danke dir dafür. Amen. Wenn ihr auch möchtet, dass wir für eure Bitten beten, dann schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns unter der eingeblendeten Telefonnummer an. Wir sind auch über WhatsApp für euch erreichbar. Oder ihr kommentiert auf YouTube direkt den Chat. Wir haben vorhin die Geschichte von Edelgard Six gesehen. Es ist inspirierend, wie Menschen ganz individuell ihre Erfahrungen mit Gott machen. Edelgard Six im Gottesdienst ihrer Kirche. 20 Jahre trinkt sie keine Milch, isst keinen Quark und keinen Frischkäse. Nach einer Begegnung mit Gott fühlt sie sich von einer Laktoseintoleranz geheilt. Also ich muss nicht immer darauf achten, was für Milchprodukte das ich esse. Ich kann alles, was Milch beinhaltet, essen, ohne darüber nachzudenken. Und ich kann es genießen. Und ich denke, das hat mir Gott geschenkt. Gesundheit ist für mich ein Gut, das nicht selbstverständlich ist. Es ist ein Stück Lebensqualität und ein Stück Freiheit. Edelgard Six genießt ihre Freiheit in der Landschaft rund um ihren Wohnort. Also mein Verhältnis zu Gott und Jesus ist intensiv. Ich danke Gott jeden Tag für seine Güte und seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und so gehe ich mit Gottes Wort in den Tag hinein und vertraue darauf, dass er mich führt und leitet. Also Vertrauen, dass ich mir keine Sorgen machen muss und auch keine Angst haben muss, weil er alle Zeit bei mir ist. Es ist schön zu sehen, welche Lebensqualität Edelgard Six gewonnen hat. Kann ich für alles beten? Kann ich auch für kleine Alltagssituationen beten? Ja, selbstverständlich. Manche meinen, das ist so ein großer Gott, da kann ich nicht für Warzen oder dass ein Kind eine gute Note schreibt oder so. So für manche Kleinigkeiten. Wir dürfen wirklich mit allem vor Gott kommen. Nicht nur für die ganz großen Dinge und nicht nur, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt. Man kann auch schon beten, bevor ein Fall eintritt, für Bewahrung zum Beispiel. Uns hat ein Gebetsanliegen erreicht, das sich mit einer Familienangelegenheit beschäftigt.
Seit 22 Jahren ist der Kontakt zu meiner Schwester und ihrer Familie abgebrochen. Bitte betet, dass wir einen Weg finden, unsere Familien zu versöhnen. Danke. Ja, da beten wir gerne dafür. Versöhnung ist so ein wichtiger Aspekt. Jesus, ich danke dir, dass du diese Familie kennst und dass du da hineinkommst mit deinem Frieden. Danke, Jesus, dass Versöhnung passiert in dieser Familie. Danke, dass Vergebung passiert in dieser Familie. Danke, Jesus, dass du einen Weg zeigst und einen Weg auftust, dass diese Familie wieder zusammenkommt. Danke, Jesus, dass Vergebung fließt und dass da wirklich, ja, dass alles wieder ins Reine kommt. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der Vergebung schenkt und der uns Vergebung geschenkt hat am Kreuz und aber auch, dass wir vergeben, dass wir diese Vergebung weitergeben. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Frieden in dieser Familie wiederherstellst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Auch das folgende Gebetsanliegen klingt nach einer großen Not. Ich habe vor 5 Jahren an der rechten Hüfte ein neues Gelenk bekommen. Leider muss ich immer noch mit einem Rollator oder an den Krücken laufen und habe dadurch Verspannungen an der rechten Schulter und am Arm bekommen, sodass ich kaum noch laufen kann. Bitte betet für mich um Heilung. Ja, das tun wir auch gerne. Danke, Herr, dass jetzt die OP und all das, was hin nachgekommen ist, Herr, wirklich vollzogen ist, indem auch diese Frau wieder richtig gut laufen kann. Dass die Verspannung und alles, was da mit zusammenhängt, und dass sie auch Mut bekommt, wieder frei laufen zu können und die Kraft in den ganzen Organismus hineinkommt, dass sie wieder laufen kann, dass sie den Rollator nicht mehr braucht. Danke, Herr. Amen. Amen. Vielen Dank, Isolde und Daniel, dass ihr mit uns gebetet habt. Gerne. Sehr gerne. Schickt weiter eure Anliegen an gebet@missionswerk.de. Isolde, Daniel und das ganze Gebetsteam werden weiter für eure Anliegen beten. Schickt uns auch gern euer Feedback. Uns interessiert eure Meinung und wir möchten gern im Austausch und Kontakt mit euch stehen. Für heute verabschieden wir uns. Seid auch am 9. Juni um 19 Uhr dabei, wenn wir wieder live für euch beten. Bis dahin beten Daniel und Isolde jeden Mittwoch und Freitag um 12 Uhr auf YouTube für euch bei der Sendung Hoffnung um 12. Gottes Segen euch. Tschüss. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen.